Gibt es ein optimales Alter, um Personal Trainer zu werden? Die kurze Antwort heißt nein, es gibt es nicht, es funktioniert in jedem Alter. Und die längere Antwort kommt jetzt, weil vielleicht bist du gerade nicht mehr 20, 25 oder 30 Jahre alt und sagst dir, hey, ich habe aber trotzdem eigentlich den Wunsch, Personal Trainer zu werden, aber eigentlich bin ich doch schon viel zu alt dafür. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so einen alten, in Anführungszeichen, Personal Trainer bucht. Ja? Und dieser Gedanke ist auf jeden Fall nicht richtig. Und warum das nicht richtig ist, das möchte ich jetzt einmal ganz kurz erklären. Ja? Und zwar, Kunden im Personal Training, haben wir ja schon auch hier öfters besprochen, sind Leute, die eben etwas mehr Geld haben, ja, und die dann auch das Geld gerne in ihre Gesundheit investieren. Und es ist meistens so, dass die Kunden im Personal Training nicht 20 bis 30 sind, sondern eher 30 aufwärts bis 60 oder teilweise noch 70, 80. Ja. Ich habe auch einen Kunden, der betreut, glaube ich, einen 88-Jährigen, auf jeden Fall ist er über 80, ja. Und der Personal Trainer ist selber 66, aber dazu nochmal später kurz. Auf jeden Fall sind die Kunden im Personal Training auch nicht mehr 20 oder 25 Jahre alt. Und eine Person, die selber nicht mehr 20, 25 ist, sondern 30, 40, 50, 60, ja, die identifiziert sich natürlich viel mehr mit einer Person, die in einem ähnlichen Alter ist wie sie selbst. Ja, die hat die gleiche Lebenserfahrung oder vielleicht eine ähnliche Lebenserfahrung gemacht. Vielleicht hast du selber Kinder, der Kunde hat auch Kinder, dann könnt ihr euch darüber auch ein bisschen privat unterhalten oder in den Satzpausen mal darüber unterhalten. Also ihr seid einfach in derselben Situation und zum Beispiel kann vielleicht auch ein 20-Jähriger die Situation eines 50-Jährigen mit Familie gar nicht so wirklich einschätzen und der 50-Jährige fühlt sich ja gar nicht so wirklich verstanden von dem 20-Jährigen, aber er fühlt sich natürlich von dir viel mehr verstanden, wenn du zum Beispiel auch um die 50 bist oder vielleicht auch eine ähnliche Lebenssituation hast wie er. Das heißt, die Kunden, ja, wollen auch einen Personal Trainer teilweise oder finden es gut, wenn der Personal Trainer nicht mehr ganz so jung ist, damit sie einfach auf einer ähnlichen Ebene kommunizieren können und damit sie vielleicht auch über ähnliche Themen reden können, auch vielleicht halt innerhalb der Satzpausen oder einfach, dass ihr euch ein bisschen ähnlich seid. Ja? Das ist erstmal ein Grund. Das heißt, die Kunden im Personal Training sind sowieso meistens 30 bis 60 oder noch älter und die haben es eben gerne, wenn sie von anderen Personen trainiert werden, die in einer ähnlichen Lebenssituation wie sie selber sind. Das ist mal Punkt 1. Ja? Punkt Nummer 2 ist, was du vielleicht auch gerade im Kopf hast, dass du sagst, okay, du denkst aber, man muss als Personal Trainer die wahnsinnig krasse Figur haben und du kannst nicht mehr mithalten mit den 25-jährigen Leuten, die Sixpack haben, die Muskulatur haben oder die als Dame schöne Beine haben und schönen Po haben und auch schlanke Taille haben. Da kannst du einfach nicht mehr mithalten und selber hast du einfach nicht die Top-Figur und deswegen kannst du nicht mehr Personal Trainer oder Personal Trainerin werden. Das ist auch nicht richtig. Und zwar geht es hierbei einfach nur um Authentizität. Ja, das bedeutet, wenn du zum Beispiel anderen Leuten helfen möchtest, wie sie abnehmen können, ja, und du selber hast schon mal eine gewisse Kiloanzahl abgenommen, jetzt nicht vielleicht 2 oder 3, sondern vielleicht warst du mal früher übergewichtig und hast dann selber eine Transformation durchgemacht, hast viele Kilos verloren oder du hast einfach selber mal Schmerzen gehabt und hattest einen Bandscheibenvorfall und bist durch diesen Bandscheibenvorfall aufs Thema Fitness gekommen und das Thema Fitness hat dich so begeistert und hat dein Leben wieder so verändert, dass du das jetzt gerne andere weitergeben möchtest, ja. Darum geht es eben, dass du authentisch deine Dienstleistung anbieten kannst und dass du in dem, was du anbietest, Vorbild bist. Und dafür musst du aber nicht perfekt durchtrainiert sein und Sixpack haben und Muskelberge haben und so weiter und so fort. Weil eine Person, die abnehmen möchte, ja, die vielleicht übergewichtig ist, vertraut natürlich einer Person, die das ähnliche oder gleiche durchgemacht hat wie sie selber, viel mehr als einer anderen Person, die schon von Grund auf schlank ist und die schon von Grund auf krassen Körper hat und sowas alles. Ja? Das heißt, es ist manchmal sogar viel besser, auch einfach hier hundertprozentig authentisch zu sein, als die perfekte Figur zu haben. Und was hier auch noch mit reinkommt, ist, dass wenn Leute dich sehen und du eine perfekte Figur hast und Muskelwerk hast und so weiter und so fort, dass die denken, okay, wenn ich diesen Personal Trainer buche, und dann muss ich genauso trainieren wie er und dann muss ich genauso aussehen. Und das ist das Ziel, wohin er mich bringen möchte, dass ich auch genauso aussehe wie er oder sie. Ja, das ist im Kopf von Personal Training Kunden. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du nicht die krasseste Figur hast von allen. Ja, du sollst natürlich, wie gesagt, du sollst einfach authentisch sein in dem, was du tust. Ja, wenn es natürlich dein Ziel ist, dass du Leuten beibringst, wie sie eine richtig krasse Figur bekommen, dann solltest du selber auch eine richtig krasse Figur haben. Ja, also sei einfach authentisch in dem, was du machst. Und wenn du zum Beispiel auch Coach für Schmerzen bist, also wenn du anderen Leuten zeigen möchtest, wie sie schmerzenlos werden können, dann musst du einfach halt selber fit und gesund sein, musst beweglich sein vielleicht. Ja, aber dazu brauchst du keinen riesen Muskelberg und Pakete und Sixpack und sowas alles. Ja, das heißt, sei einfach authentisch in dem, was du machst. Ja,
und dann kannst du Personal Trainings durchaus anbieten. Ja. Was nicht funktioniert ist, wenn du selber nicht trainierst, wenn du selber übergewichtig bist und wenn du selber Schmerzen hast, ja, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ich glaube mal, du weißt, was ich hier meine. Okay? So, und das Dritte, was ich hiermit ansprechen möchte, ist einfach, dass es sehr, sehr viele Gegenbeispiele gibt. Wir haben wahnsinnig viele Personal Trainer in der Community, die sind eben keine 25 mehr und haben es trotzdem geschafft. Ja, zum Beispiel die Bianca, denke ich gerade daran, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie ist, ja, aber die ist auch schon keine 25 mehr und trainiert ihre Kunden. Wir haben den Axel bei uns als Kunden, der ist 66 Jahre alt und hat einen Kunden zum Beispiel, der ist über 80, von dem habe ich vorhin schon gerade kurz erzählt. Ja, wir haben zum Beispiel Stefan, der ist Familienvater, ist glaube ich um die 40 und ist auch keine 25 mehr. Hier blende ich auch noch ein paar Kommentare ein von Leuten, die auf Facebook geschrieben haben, wie alt sie sind und dass sie eben immer noch Trainer sind. Wir haben auch andere Trainer, die jetzt vielleicht nicht Personal Trainer sind, aber die im Studio arbeiten, wie zum Beispiel den Robert, der arbeitet im Studio und ist da super happy, dass er da einen coolen Job hat. Und der ist auch um die 60, glaube ich. Also das Alter spielt wirklich da keine Rolle und du kannst in jedem Alter Personal Trainer werden. Und das ist das, was du mitnehmen kannst hier aus diesem Video und lass dich nicht davon abhalten, Personal Trainer zu werden, nur weil du jetzt denkst in deinem Kopf, du musst 25 sein und top trainiert sein. Es ist nicht so. Ja? Wenn du jetzt zwischen 20 und 30 bist, ja, und dir vielleicht jetzt Argumente dafür angehört hast, warum es gut ist, dass man etwas älter ist als Personal Trainer, ja, lass dich davon nicht abschrecken. Natürlich kannst du auch als junger Trainer deine Karten so ausspielen, dass es gut ist fürs Marketing, ja, und kannst natürlich da trotzdem hochwertige Kunden trainieren, das ist kein Problem. Ja. Da kann man dann ein paar Sachen in der Kommunikation anders machen, die man dann auch noch besprechen kann, wie man das Ganze dann bei dir persönlich aufbaut. Ja. Aber ich wollte mit diesem Video erstmal bezwecken, dass die Personen, die vielleicht älter als 30 sind, sich nicht davon abhalten lassen, Personal Trainer zu werden, nur weil sie älter als 30 sind. Und wenn für dich die ganzen Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, auch logisch und klar sind und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte auch noch Personal Trainer werden, auch als Quereinsteiger, auch noch im Alter, in dem ich jetzt gerade befinde, dann habe ich jetzt was für dich und zwar sichert dir am besten mal hier mein neues Buch, Dein Weg zum Personal Trainer. Da zeige ich nämlich ganz genau auf, wie du als Quereinsteiger Personal Trainer werden kannst. Ich zeige dir erstmal auf, okay, welche Ausbildung brauchst du, ja, wie kannst du Schritt für Schritt deinen Hauptjob reduzieren, wie kannst du einen Nebenjob als Personal Trainer finden oder eben auch dich als Personal Trainer selbstständig machen. All das erfährst du in diesem Buch hier, ja, du kriegst es kostenlos, du musst nur eine kleine Versandkostenpauschale bezahlen und dann ist es direkt bei dir. Geh einfach dazu mal auf den Link hier unter dem Video oder gib einfach einen Weg zum pt.de, da kannst du dir bestellen, hat schon vielen, vielen Leuten weitergeholfen, es gibt immer sehr viele positive Nachrichten zu diesem Buch hier, das heißt, bestell es auf jeden Fall und dann können wir auch schauen, dass wir deine Personal Trainer Karriere voranbringen. Bis dann!